Hallo, ich bin Björn. Du kannst einzelne iCloud-Kalender auf zwei Arten freigeben, nämlich einmal über die Privatfreigabe und die öffentliche Freigabe. Wie unterscheiden sich diese? Bei der Privatfreigabe bestimmst du genau, welcher iCloud-Benutzer auf deinen Kalender zugreifen darf, und du entscheidest auch, ob ein Benutzer nur lesen kann oder auch den Kalender verändern darf, das heißt Termine eintragen, ändern und löschen. Auf dem Mac klickst du rechts neben den Kalender auf das Teilen-Symbol und dann gibst du einfach den Namen aus dem Adressbuch an, mit dem du diesen Kalender teilen möchtest. Wenn du das bearbeiten möchtest, kannst du nochmal auf das Teilen-Symbol klicken und kannst dann nachträglich zum Beispiel nur die Leserechte einräumen oder die Freigabe wieder aufheben. Über die öffentliche Freigabe können andere deinen Kalender nur einsehen, aber nicht verändern. Und das ist zum Beispiel für einen firmenweiten Kalender interessant oder Vereinskalender. Du erzeugst bei dieser Art von Freigabe nämlich eine Art geheime Adresse und über die können andere dann deinen Kalender abonnieren. Einen öffentlichen Kalender erzeugst du einfach, indem du hier ein Häkchen setzt. Dann siehst du hier einen Teil dieser Adresse und rechts daneben ist noch ein Knopf, um diese Adresse mit anderen zu teilen oder an andere zu schicken, per Mail oder Nachrichten oder was auch immer. Auf deinem iPhone funktioniert das ganz ähnlich. In der Kalender-App klickst du unten einfach auf Kalender und dann wieder rechts neben den Kalender, in diesem Fall auf das Infosymbol. Und hier siehst du, diesen Kalender habe ich schon freigegeben. Klicke ich auf den Namen, dann kann ich zum Beispiel das Bearbeiten wieder verbieten. Und wenn ich nach ganz unten scrolle, dann habe ich auch hier die Möglichkeit, diesen Kalender zu veröffentlichen und kann auch hier diesen Link auf den Kalender freigeben per Nachrichten oder WhatsApp oder was auch immer. So, lass uns doch mal einen Kalender abonnieren. Hier habe ich zum Beispiel eine Adresse oder einen Kalender gefunden, in dem Kinostarts angezeigt werden. Die kopiere ich mir einfach in die Zwischenablage und dann gehe ich in die Kalender-App und wähle hier Ablage, neues Kalenderabonnement. Dann füge ich die Adresse einfach ein und jetzt kann ich auch noch bestimmen, wie der Kalender heißen soll, wohin der kopiert wird, zu welchem Account, ob ich benachrichtigt werden soll und so weiter und so weiter. Und wenn ich das bestätige, sehe ich hier auch schon die ersten Termine reinpurzeln. Zum Beispiel die Schlümpfe läuft an. Interessant, das Abo beenden war am besten mal schnell wieder. Noch ein kleiner Tipp, wenn du die iCloud Familienfreigabe verwendest, dann wird übrigens automatisch so ein Kalender für dich eingerichtet, der dann für alle Familienmitglieder freigegeben ist. Hast du Fragen? Schreib mir einfach unten einen Kommentar rein. Ansonsten wie immer, danke fürs Zuschauen, mach's gut, tschüss!